Jetzt aber, zweiter Versuch. Bum. Beim nächsten Ton ist es für Nüsse. Wahnsinn. Ja, das kriegt man jetzt vielleicht nicht mit, was Dirk da am Mikrofon, wie er sich da am Mikrofon verlustiert. Ich mache es mal ganz kurz ein bisschen leiser, ne? Okay. Oder findest du dich in Ordnung auf dem Mikro? Meine Stimme ist auch für die Zuhörer mega interessant. Ich höre dich immer laut. Hallo, das ist Dirk. Hallo, das ist Klaus. Wundervoll. Okay, klingt viel besser. Willkommen zur Folge 6 von Für Nüsse. In dieser Folge, auch mein Mailprogramm ist schon wieder an. Hallo, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich durfte letztes Mal, hat Klaus, glaube ich, gesagt, ich darf euch nicht Nüsschen nennen. Ich weiß nicht warum, ich finde das eine total liebevolle... Ich glaube, weil das rechtlich geschützt ist. Nüsschen? Von Big Nut. Wie Big Pharma und Big Green vor allem. Das ist jetzt doch albern, oder? Wirklich, darf ich jetzt... Nee, da habe ich auch keinen Bock. Na gut, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Folge 6. In dieser spannenden Folge haben wir vielleicht kannst du den Popschutz vielleicht ein bisschen näher ans Mikro machen? Ist so weit weg, Entschuldigung. Ja, und dann... So? Hast du es so? Ja, wunderbar. Fällt dir besser, ja? Ganz großes Radio. Ja, okay. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin ein bisschen irritiert, dass ich die Nüsschen nicht mehr Nüsschen nennen darf, aber... Das wird doch eh keiner mitkriegen, jetzt mal ganz ehrlich. Wir stehen hier kurz vor dem Durchbruch. Mm. Wir sitzen heute auch extrem frontal zueinander. Oder? Oh, das ja. Erste Mal, das ist ein bisschen irritierend. Ich bin froh, dass dein halbes Gesicht gedeckt ist und nicht von einem Ausschlag, sondern... Also passend zu der jetzigen Zeit. Ne, heute, glaube ich, sind die Jacken losmarschiert oder irgendwas. Oh. Und du bist ja ein enormer Kahne, Ballist. Ich hab mich schon gefragt, was jetzt für ein Horrorthema kommt. Und gleichzeitig ist ja irgendwie auch Valentinstag demnächst oder war schon? Ich habe keine Ahnung. Wann ist es immer? 14. 14. Also was verkleiden wir uns zum Valentinstag? Ja. Ist das die Frage? Ich denke mal, du bist die Füllung. Also auf jeden Fall passt da nur eine einzige Frage und das ist, was ist dein... Oh Gott, dieses schmerzverzerrte, genervte Gesicht. Ja. Lieblings-Martial-Arts-Film. Mein Lieblings-Martial-Arts-Film. Da entspannt sich auch das Gesicht sofort. Also, da schon. Ich hab eine Idee. Du hast die Idee. Hau dir einfach mal raus. Das wird ein kurzer Podcast. Hero. Tja. Von Ang Lee. Ja, okay. Also, das heißt. Ich bin nicht so der. Wie heißt er denn? Tiger and Dragon. Ja, Tiger and Dragon Fan. Der hat ja auch noch diese ganzen, woran haben sie sich orientiert? An diese Drahtseil-Action, ne? Ja, genau. Wer hat das nochmal geprägt? Der ist auch von, also das ist schon aus den alten Kung-Fu-Filmen der 60er und 70er. Okay. Noch, also das ist schon eine längere Tradition, tatsächlich. Ist das eigentlich alles Wushu oder ist das Ken Lido oder sowas? Größtenteils wahrscheinlich. Weil es wahrscheinlich das Bekannteste ist, ne? Dass die Leute sagen, ey, was macht denn da? Ja, und wo du wahrscheinlich am leichtesten sehr talentierte Stuntman findest. Ja. Aber Hero finde ich tatsächlich noch ein bisschen ausgearbeiteter, weil es nicht so dieser einheitliche graue Brei von Tiger and Dragon ist, sondern halt sehr viel mit Farbästhetik arbeitet. Und das geht ja in Hero immer nur um die gleiche und gleiche Geschichte, die immer wieder ein bisschen anders erzählt wird. Und dann am Ende hat das Ganze ja eine Klammer mit dem Kaiser. Spoiler übrigens für einen Film, der 20 Jahre alt ist. Hm, nicht ganz, echt schon 15 so alt? 15 Jahre alt. 15. Ich würde sagen 2002 oder 2003. Weil ich dachte, dass du sofort an deine Kindheit denkst. Jetzt bin ich gespannt. So ich das. Weil du ja ein totaler Michael Dudikoff-Fan warst. Ja, aber ich bin 1997 geboren. Hero war meine Kindheit. Oh mein Gott. Aber ich meine, Dudikoff war doch der sein prägnanter... Michael Dudikoff war der junge... Ach, wie heißt nochmal der irre Texaner? Walker Texas Ranger? Du meinst jetzt Chuck Norris. Chuck Norris, genau. Michael Dudikoff war der junge... coole Chuck Norris. Der mit den Palm-Punch oder sowas immer gemacht hat. Ne? Der hat immer mit der offenen Hand jemand den Nasenwurzelknochen ins Gehirn gerammt. Das war so, glaube ich, sein ganz klassisches... Michael Dudikoff ist auch pleite gegangen, weil er zu viel in Limit investiert hat, oder? Musste kennen. Comic-Action-Abenteuer, genau. Ja. Ja, ich tue mir total schwer, weil es so viele, also ich meine, die Klassiker, also da gehört ja auch Rocky zu. Und das einfach zu sagen, Boxen, von Martial Hero, Arts. Naja, es ist auch eine
Ja. Also ich jetzt, also Martial Arts, ich weiß nicht, ja nicht nur Kampfkünste, sondern auch Kampfsport und Kampffilme. Ich war, also Rocky, okay, der erste Rocky ist ja eher ein, ja, creme dich ein. Was denn? Das hört man doch nicht. Ich sehe es, aber dass du dir gerade langsam leise vorsichtig deine Nivea-Dose da aufmachst. Ich habe trockene Hände, es ist Winter, ja, wie du bereits gesagt hast. Pack die Creme bitte auch auf die Hände. Gottes Willen. Ja, und bei mir machst du es leiser, weil ich keine Geräusche machen darf. Und er schmiert sich. Egal. Naja, aber ich meine, es fällt ja auch darunter, oder? Der erste Teil ist jetzt sehr, sehr, also eigentlich mit der schönste im Bereich jetzt Schauspiel, Drama etc. Und die anderen sind ähnlich aufgebaut. Aber halt immer dieses von wegen der Gegner, Training, der Endkampf, ist total super. Und das ist ja total gleich zu den anderen Martial Arts Filmen, die halt nicht so bekannt sind, die aber auch total, also erwähnenswert sind. Das ist ja, ich meine generell, der erste Rocky ist ja ein klassisches Underdog-Drama. Also das könnte man ja auch tatsächlich einfach losgelöst vom Boxen erzählen. Und ja, ja, er ist, genau, weiß ich nicht, irgendwas, der Konzertpianist oder was auch immer. Ja. Der ist ja auch, ich weiß nicht, ob er den Oscar sogar gewonnen hat fürs beste Drehbuch, aber ist auf jeden Fall nominiert gewesen in dem Jahr. Ja, weil es halt einfach ein guter Film ist, also losgelöst von dem Kampfsportaspekt. Ja. Aber was war denn in deiner Kindheit? Das war doch Dudikoff, oder? Oder? Ich habe in meiner Kindheit gar nicht so viele Kampfsportfilme gesehen. Ja, aber gesehen. Die du gesehen viel, hast. Viel, also, die ich gesehen habe, war tatsächlich, das war in meiner Zeit gerade so diese Trash-Phase mit, ach, wie heißt nochmal, der Schmierlappen mit den schwarzen Haaren? Steven Seagal. Ja, Steven Seagal, genau. Politisch einwandfreier Mann. Oh meine Güte. Ey. Genauso wie Chuck Norris übrigens. Der ist auch voll Texaner, oder? Chuck Norris, der hat zur Wiederwahl von Obama einen Spot gemacht, in der er davor gewarnt hat, wenn Obama wiedergewählt wird, stürzen die USA in 1000 Jahre Finsternis. Jetzt ist es mit Trump so gekommen. Ja. Und jetzt waren so die Steven Seagal-Filme. Wie hieß denn das? Das war nicht Alarmstufe Rot? Also Steven Seagal habe ich ehrlich gesagt nie so richtig gesehen. Das hat Steven Seagal so ist halt gepackt. Auch lustig, weil er keinen Satz gerade aussprechen kann eigentlich. Und jetzt auch besonders, ich weiß nicht, wie der sein Gesicht zuoperiert. Was war seine Kampfkunst? Was war sein Hauptding, was er immer so praktiziert hat? Sein Stil? Gute Frage. Ich weiß, dass ich ihn irgendwann mal gesehen habe, wie er bei so einem komischen Kampfsportfestival in Russland aufgetreten ist. Genau. Und dann kommen halt ganz viele junge Schüler und rennen auf ihn und dieses klassische Klischee-Ding von, die berühren ihn gar nicht. Und er wedelt halt nur und hat halt irgendwie seinen grün-blauen, gelben Gürtel über seine fette Plauze und bewegt sich halt so ein bisschen wie dieser kleine Judoka bei Asterix und Obelix, als sie diese ganzen Aufgaben lösen müssen. Also das macht Putin übrigens auch noch so. Wie, dass irgendwelche Leute nicht zurennen und fallen sie um? Putin ist ja angeblich noch aktiver Judoka und macht dann auch immer so Showstunden, wo Leute auf ihn einrennen und überraschenderweise sofort fallen, weil sie Angst vor dem russischen Geheimdienst haben. Was war die Übersetzung von Judo? Irgendwie der freie Fluss? Der sanfte Weg. Der sanfte Weg. Oder der Weg des Nachgebens. Okay. Leere Hand war Karate, genau. Oder Karate. Alles andere. Was gibt es denn noch? Jiu-Jitsu? Die ganzen Richtungen. Ja. Die sind doch alle benannt nach irgendwelchen Meistern, die dann ausgeformt haben, oder? Also zum Beispiel. Bei Kampfsport ist es ja eigentlich so, dass jemand das quasi designt. Ich meine, der Kampfsport benennt. Also die alten, die so wie Karate oder sowas, das war ja eine Kampfkunst, die dann zum Sport irgendwann mutiert ist. So, ja. Mit in Amerika und hast nicht gesehen. Ja, und das also die Schule der leeren Hand, ja, deswegen, weil Waffen verboten wurden. Ja. Zum Tragen. Und also ich meine, das war generell so der Aufstieg der Kampfkünste in Japan, als es dann plötzlich auch verboten wurde, dein Schwert offen zu tragen. Hier immer noch, ne? Ja, hier im Nanny State. Ja. Wahnsinn. Ich meine, da hatten wir schon mal ein paar Monate keine Regierung und durften trotzdem nicht mit einem offenen Katana rumlaufen. Deswegen Kubota, ne? Immer in der Hose. Ja. Und du bist gar nicht irgendwie geprägt von den ganzen Karate-Dingern, ich weiß nicht, ob ich so Karate-Kid oder Karate-Tiger. Also bei mir ist es vor allem ja Karate Tiger der prägendere Film, weil er furchtbar ist. Nee. Oh Gott, hör auf. Nee, sowas darfst du gar nicht sagen. Ich wollte ihn mir aufnehmen. TJ! Jason. Ey, du Fatzke!
Oh, wer spricht den Sensei Lee, also den Bruce Lee, den Geistes Bruce Lee? Also die deutsche Synchro? Ist es jetzt Christian Tramitz? Nein, Christian Tanne, Quatsch, Christian sage ich jetzt auch. Thomas Danneberg, der Terence Hill gesprochen hat und Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und die ganzen, und damals noch kleinere Dinger. Mhm. Und unter anderem Geist von Bruce Lee. Hat er diesen bekannten Satz gesagt, wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Generell finde ich es sehr geschmackvoll von einem Kampfkunstfilm mit einem chinesischen Lookalike Bruce Lee zurückzuholen. Ja, ja. Der da wie lange tot war? Vielleicht so 10 Jahre oder so? Also Karate Tiger war von 86. Hm. Ich weiß nicht, wann Bruce Lee gestorben ist. Der ist doch während... Nee, sein... Das ist Brandon Lee, von dem du redest. The Crow. The Crow, stimmt. Der wurde erschossen, weil das Projektil oder eine tatsächliche Kugel oder es war eine vermeintliche günstige Patrone und dann... Irgendwie so es gab so ganz viele Mauscheleien in ihrem Set, die haben Geld gespart mit dem Propmaster und haben dann als Requisiten echte Patronen genommen und die ist dann irgendwie in die Kammer geraten und es wurde nicht richtig geprüft, weil das so ein Low-Budget-Film war und das musste alles schnell gehen und dann... Alter Finne, ey. Ja. Gottes Willen. Ja, nee, aber danach sind ja die Dojos in Amerika, aber auch in Europa ohne Ende aus den Pilzen geschossen. Also das war ja auch einer... Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich damals mit Judo angefangen habe. Also ich wollte halt unbedingt Kampfkunst und wollte eigentlich natürlich sofort Karate und bla. Und das war dann halt, meine Mutter ist zu brutal und dann soll es halt so einen Mittelweg geben. Und Judo war in meiner Alltagsklasse damals ja auch nicht mehr als konzentriertes Raufen. Also du hast die ganze Zeit Bodenkämpfe gemacht, du warst halt da irgendwie ein Jahr oder zwei. Also kriegt man die Kinder müde. Ne? Genau. Ja. So. Und du hast im Hintergrund dann immer gesehen, irgendwie Gapegoat, Judokas, die halt richtig gekämpft haben und Würfe und hast nicht gesehen. Und wir dann wieder, ja, dann versuch mal irgendwie einen Hebel und versuch dir mal so über deine Hüfte so ein bisschen zu schieben und dann krabbel mal auf dem Boden rum. Und das war auch der Grund, warum ich dann rausgegangen. Also später war es zumindest so, als ich unterrichtet habe, da war aber bei den Kindern auch, glaube ich, Hebeln gar nicht erlaubt. Echt nicht? Im Turnier. Also, okay, so Turnier habe ich ja nie erlebt. Ja, also, aber ich meine, aber das hat man ihnen halt deswegen auch gar nicht unbedingt gezeigt. Das kam erst später bei den Gürteln. Aber ein Hüftwurf durfte man nicht machen? Rein. Nein, ein Hüftwurf, ja, aber das ist ja kein Hebel. Also Hebel sind ja die Bodentechniken. Ja. Aber sowas, das... Ja. Aber ich meine, wenn der eine am Boden liegt und dann halt den, ich weiß nicht, wie der Festhalter am Kopf liegt, wo der andere dann so rumkrabbelt. Ja, Kesa Gatame ist so einer der ersten Standard. Doch, aber das ist ein Haltegriff. Also Hebel sind ganz klar beim Judo halt ist sowieso nur die Überstreckung des Arms erlaubt. Und das war da irgendwie wahrscheinlich zu gefährlich. Ja. Aber die Regeln ändern sich auch ständig. Also irgendwie, ich habe das, glaube ich, in meiner Zeit 4-5 Mal miterlebt, dass sich irgendwie die Regel mit der Zeit des Haltegriffs geändert hat. Ja. Also wie lange der Haltegriff gehalten werden musste, bis der Kampf entschieden war. Das knackt, oder? Das ist eine Variante, ja. Wenn du nichts sagst, dann mache ich weiter. Ja. Er hält den Mund zu, verdammt. Ja, aber Karate-Tiger fand ich halt super. Und das war ja auch der Durchbruch von Jean-Claude Van Damme, beziehungsweise eigentlich dann später mit Bloodsport. Das sind meine beiden Favoriten. Bloodsport von 88. Ich dachte eigentlich, dass der früher wäre, aber es hat dann halt noch 2 Jahre gedauert. Und das war ja auch schon so ein Low-Budget-Film, der halt fast nicht rausgekommen wäre, weil das halt einfach so schlecht produziert war. Und im Nachhinein hat sich Jean-Claude Van Damme noch selber rangesetzt, um neue Szenen dazu zu packen, also im Schnitt noch zu und den Schnitt noch zu verändern. Also ein Vorläufer des Han Solo-Solo-Films Solo. Genau, damit es halt noch ein bisschen dynamischer aussieht. Und den finde ich auch so super. Diese ganzen einzelnen Kampfkunststile, die dann halt da aufeinander trafen. Nach dieser Geschichte von diesem Frank Dux oder Dux, der dort auch die Kampfchoreos halt mit Van Damme halt trainiert hat. Und bis heute ist das ja umstritten, ob es solche komischen Veranstaltung, die er ja beschrieb, dass er da gewesen ist, jemals überhaupt gab. Also er konnte es halt nie wirklich beweisen, dass das gab, aber er beschreibt von diesen illegalen Underground-Kämpfen in Tokio oder sowas, wo dann halt alle Stile weltweit dann halt in so einem super geheimen irgendwas präsentiert wurden. Und das, was du heute in MMA-Kämpfen und beim... Das ist ja mehr so eine Andeutung, wenn du das vergleichst mit dem Film, wo dann halt einfach das Knie daraus getreten wurde in der FSK, auch eine schöne Parodie in Hot Shots 2, wo Charlie Sheen
antritt bei einem dieser Kämpfe und dem anderen so in die Eier tritt, dass ihm Nüsse aus dem Mund kommen. Ja, ja, stimmt. Wo er am Anfang wählt, wo er seine in Sirup getränkten Wickelnden, ja. Aber ist das ist nicht Bloodsport, sondern das ist entweder Karate Tiger 2 oder sowas? Davon gab es einen zweiten Teil. Karate Tiger ist eine Reihe, die gibt echt? 7, 8, also einfach der Name gekauft. So. Okay, also halt bei Karate Kid weiß ich es, da ist es irgendwann da waren drei, auch ne? Million Dollar Baby, wie heißt sie nochmal? Ach stimmt, da ging es, ja ich meine aber die Original mit Daniel San mit, und Mr. Miyagi. Oder, ja, genau. Und das Miyagi ist auch wurde dabei, halt, ne? Ja genau, die wurde halt irgendwann ersetzt durch, es ist nicht Jessica Biel, es ist nicht Jessica Chastain, die für Million Dollar Baby einen Oscar gewonnen hat, wie auch immer sie heißt. Die da Clint Eastwoods Protégé spielt. Ja, ja. Ja, wo warst du jetzt gerade? Gute Frage. Das macht echt kirre, so gegenüberzusetzen. Guck doch, wann dreh dich doch. Karate-Tiger. Jedenfalls, nee, welcher Teil das war, wo. Scheiße. Das Cover ist, wo Jean-Claude Van Damme total angespannt, Oberkörper, Fäuste und hat, glaube ich, diese komischen Wickeldinger, wo dieses Glas dran ist. Mhm. Der Kickboxer. Kickboxer. Ja. Das ist der Teil, den du meinst, der dann halt bei Stirb langsam. Ich glaube, das habe ich auch mal auf Twitter gelesen, einer von Donald Trumps Lieblingsfilmen, wo er immer zu den Action-Sequenzen vorspult. Vorspult? Also die Dialoge sind ja eh nicht länger als 5 Minuten. Yeah, da noch zu spulen. Die, krass. Die Geduld hat der Mann nicht. Kann er sich so bewegen wie ich? Ja. Oh, echt oh, krass. Ja, ich habe auch passend dazu heute meine Bloodsport-Hose angezogen. Mhm. Ich hoffe, du genießt diesen Anblick. Jetzt wenn du sie anlassen würdest, würde ich sogar noch mehr genießen. Wieder Chaos hier im Podcast-Studio. Lustig ist ja auch, dass Karate Tiger, ich im Original ja No Retreat, No Surrender, nichts mit Karate zu tun hat. Also er trainiert ja, oder ist es... Also Bruce Lee ist ja klassisch Kung-Fu-Meister. Genau. Und Jet Kune Do oder sowas, ne? Also, ja. Was Bruce Lee. Ich kann nicht genau sagen, aber die Bruce Lee. Aber es fängt ja in Seattle an. Und, nee, Quatsch. In Seattle, also auf jeden Fall hauen sie aus. Die Stadt mit der höchsten Selbstmordrate der USA. Echt? Ist es so? Also, habe ich mal gehört, früher. Also, ich glaube, also. Starbucks wurde da gegründet. Das ist der Starbucks-Turm im zweiten Austin Powers-Film. Darüber reden wir nicht. Ja? Ja. Wahnsinnig guter Film. Furchtbar. So ein guter Film. Unanschaubar. Aber ich meine, da geht's doch gar nicht um Karate, oder? Oder verdreht nee, das aber das hast du ja damals so wie Tempo als Überbegriff. Ach so. Für Kampfsportarten benutzt. Ja. Ich meine, erzähl mal so einem durchschnittlichen Hasslocher in den 80ern. Aber ich meine, die Geschichte ist auch total super. Jason, dessen Vater ein Dojo betreibt und er, ich glaube, es ist Seattle, ich sage jetzt mal Seattle, will nicht an so einen ominösen Mafia-Ring sein Dojo abgeben, die da halt illegal irgendwelche... Mafia-Ring der Dojos betreibt. Genau, so. Um dort halt irgendwelche Drogengeschäfte zu... Und dann nicht mal irgendeine asiatische Mafia, um noch irgendwie thematisch zu bleiben, sondern das ist auch so ein Trucker-Typ, oder? Nee, der Chef ist ja, der sieht so ein bisschen aus wie... Ach, das ist so grau, Halbglatze, dann gibt es immer den, also mit so Goldregen sowas. Aber der tritt am Anfang ja nicht auf. Der ist nur zum Schluss beim Endkampf, als die beiden Dojos gegeneinander kämpfen. Aber ist das nicht Cobra Kai? Cobra Kai ist Karate Kid. Genau, ja, ja, ja. Das ist klassischer Dojo-Name, Cobra Kai. Ja. So wie Globo Gym. Ja. und da nicht verkaufen will. Aber sieht halt die Gefahr für sich und seine Familie, beziehungsweise wird ihn ja vor seinen Schülern, glaube ich, das Knie gebrochen oder sowas. Oder der kleine Jason oder der junge Jason, der dann halt auf Jean-Claude Van Damme, der glaube ich da in Russen. Aber die Dojo-Mafia ist einfach mächtiger als die Polizei. Das konntest du nicht melden in den 80ern. Und dann müssen sie halt die Säge streichen und dann weg. Und Jean-Claude Van Damme ist ein Russe in dem Film. Ja. Genauso ich glaube, er hat einen Satz. Dolph Lundgren im vierten Rocky. Und er sagt, glaube ich, den einen Satz so von wegen zum Schluss beim Endkampf. Aha, der Sohn, hä? Irgendwie so. Ja. Ich glaube, das ist alles, was er sagt. Aber so gut.
Also aber beide waren ja schon vollendete Künstler. Ne? Also auch der Schauspieler, den Jason gespielt hat, war halt totaler Kampfsport-affine Typ, der danach, glaube ich, echt nicht viel... Ich glaube, in seiner Vita habe ich gelesen, dass der mal einen Gastauftritt bei Alf hatte und dann noch bei Stargate oder sowas. Und dann hat er noch ein paar Trash-Filme gemacht. Also ich habe ihn später mal wiedererkannt und da war er, also er war da schon gut trainiert im Karate-Tiger, aber später war er halt voll gepumpt. Und das fand ich halt eh, das war eh damals die Faszination, was Jean-Claude Van Damme so geprägt hat. Ein Martial-Arts-Künstler, der gleichzeitig halt auch Bodybuilding betrieben hat. Und deswegen war der halt immer so brutal gestellt. Der war auch einfach immer extrem beweglich. Ja. Das war ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Es gibt diesen Mythos, den dass er sich die Sehnen anschnitten. Ja. Jesus Christ. Und damit er halt sein Ballett und sowas, was er halt auch Jahre betrieben hat in Belgien schon. Und The Muscles from Brussels. Genau, sein Split überall und immer machen durfte. Dann hat er sich da ja auch irgendwie schon angewöhnt, egal ob er TV-Show oder irgendwas, hat er sich vorher immer gedehnt, weil er wusste, nach 2 Minuten, wenn mit ihm gesprochen wird, können Sie mal, machen Sie mal. Und dann musste er aufstehen und dann immer aus der Kalten. Aber das dann ist gut, um so eine peinliche Stille zu füllen. Im Gespräch, wie oft sitzt man irgendwo so im Gespräch, hat sich so ein bisschen totgelaufen und du dann sagen kannst, so soll ich mal einen Spagat machen? Genau. Ja. Aber der hat auch die geilsten Klamotten angehabt. Oh. Ich glaube, in Kickboxer hat er ja auch diesen ganz bekannten geilen Tanz gemacht, wo er da halt irgendwie in Thailand bei dem Meister ist. Den er auch heute noch machen muss. Ja, weil der ist halt so gut gewesen, auch wo er seine Buntfaltenhose, die glaube ich bis zu den Achseln hochging, angezogen hatte und dann oben mal dieses Muscle-Shirt. Mhm. Und dann wurde er in dieser Bar geführt und sollte dann halt irgendwie losgelöst seine Kampfkunste da praktizieren. Genau. Und ich glaube, Conan O'Brien hat auch so ein bisschen da was von, wenn er seinen Conan-Dance macht. Ich muss da auch bei Ex Machina so ein bisschen daran denken. Es gibt auch so eine Szene, wo Oscar Isaac so ein bisschen unvermittelt tanzt, dann ist es eigentlich auch viel zu lang im Film. Okay. Aber sie hat auch so ein bisschen was davon, weil er so plötzlich aus dem Nichts heraus extrem gut tanzen kann. Ja. Also Shoutout an Oscar Isaac, der ein sehr guter Tänzer ist. Und Jeff Goldblum. Oh, diese Aber Jeff Knie. Goldblum tanzt immer. In deinem Kopf, ja. Oh. Ja, aber ich war damals so fasziniert von diesem Film von Karate Tiger und ich weiß damals, der Dachboden bei uns war nicht ausgebaut. Ich habe mich damals mit einem Freund dahin gegeben und habe dann gesagt, das ist jetzt mein Dojo und habe mit einem Zettel dann irgendwie... Hast du dir den hölzernen Mann gebaut? So ähnlich, das wäre total cool gewesen, aber ich glaube, wir haben halt einfach nur eine alte Matratze hochkant an die Wand gestellt und haben immer in die Matratze geschlagen und daneben war so auf dem Papier gemalt 100 Punches jeden Tag, 100 Kicks jeden Tag. Das klingt so ein bisschen wie das Training von One Punch Man. What? So eine japanische Anime-Figur, er ist der stärkste Kämpfer der Welt, der jeden mit einem Schlag besiegen kann. Ja. Und seine ist das One-Inch-Punch? Nein, er hat einfach nur einen Schlag. Okay. Und kann jeden Gegner damit besiegen und sein Training ist 100 Liegestütz, 100 Kniebeugen, 100 Sit-Ups und er läuft 10 Kilometer und das macht er jeden Tag. Ne? Und dadurch ist er zum besten Kämpfer der Welt geworden. Ich kenne, glaube ich, den also, YouTube-Kanal. Nimm dir ein Beispiel daran. Es gibt ja etliche Freaks, die genau das praktizieren. Also ich meine, beziehungsweise immer diese 100 Blabla und danach. Mhm. So dieses für einen Monat 100 Liegestütze, für einen Monat das so. Also ich glaube, wehtun tut es nicht. Nee, nein, 100 ist eine gute Zahl. Kann man sich motiviert. Ja, ja. Das denk an die Dirk 1000. Ja. Und das war dann mein kleines Dojo, da haben wir ja regelmäßig trainiert. Ich glaube dann so für 2 Wochen, bis der Film vergessen war. Mhm. Karate-Tiger ist auch so ein klassisches Beispiel von Fat-Shaming, oder? Mit diesem fetten, widerlichen Kind in der Nachbarschaft. Genau, der halt immer alle eingeladen hat. Deswegen waren halt seine Freunde da. Pommes und Milchshake in sich reinwirft. Burger, was, Pommes, Milchshake. Was sagst du da, du Fatzke? Wie dargestellt wie ein Schwein. Aber voll. Ja. Und sein Vater oder Stiefvater hat... Das würde heute Christian Bale machen. Würde sich für die Rolle Fett fressen. Hat ihn auch immer zu arbeiten verdonnert, wo er im Garten steht und dann mit dem Gartenschlauch halt irgendwie, er soll nur mit dem Gartenschlauch den scheiß Zaun absprühen und er sprüht halt irgendwie, glaube ich, alte Bierdosen weg und dann sieht er halt den, wie heißt nochmal, der Freund TJ oder sowas? TJ, RJ. RJ, der Dritte oder sowas, der sagt auch immer mit den Namen.
Robert James Johnson. Und da kommt ein Skateboard vorbei und hört irgendwie Mucke und bla und er kommt und sprüht er halt einfach mit Wasser ab. Und aber auch, also du siehst ja diesen traurigen Wasserstrahl, ja. Aber RJ wird sofort von seinem Brett gerissen. So, ah, Hilfe! Ah! Die Physik war in den 80ern noch ein bisschen anders. Und dann setzt er ihn auf sich drauf und dann, geh runter von mir, du Fettwanz! Und sowas. Und ich glaube, da kam Jason vorbei und machte halt irgendwie so einen Kung-Fu-Sprung und hat ihn da eigentlich fast zerrissen, wenn er getroffen hätte. Das ist wahrscheinlich der Ursprung, warum später beleibtere Kinder gemobbt wurden in den Schulen. Da fing alles an. Ja. Das Bild hattest du, nee, hier der Typ, der sich morgens einen Burger und einen Milchshake reindrückt. Und ich glaube, der hatte sogar rotblonde Haare. Ja, natürlich. Ja. Das ist halt auch so ein Vollkreis. Das ist echt ein guter Film. Also, ich fand den super. Auch zum Schluss, wie hieß nochmal diese das böse Dojo, also als sie dann zum Schluss in dieser Halle kamen, das war irgendwie Blablabla bla, bla, Wolfpack. Und die sind dann, also vorne standen halt irgendwie so fünf Statisten, die mit reingekommen sind, in so ganz engen T-Shirts, die dann ihre Fäustchen hochgaben. Und dann im Hintergrund das war dann auch alles Erwachsene. Ja. Erwachsene, die gegen einen, wie alt soll das sein, 16 vielleicht? Irgendwie so. Ja. Und das Geile ist eigentlich halt nur Kindesmisshandlung. Das Geile ist halt auch, wie Jean-Claude verdammt zum Schluss präsentiert wurde von diesem Bösen der Mafia, von wegen, wie er meint, von wegen, diese perfekte Kampfmaschine, dieses Stück. Ja, da haben sie sich doch ganz klar an Rocky IV und Ivan Drago orientiert. Meinst du? I must break you. Oh, aber ich fand das so geil. Da hat er doch dann irgendwann auch sich seine komischen Muay Thai-Boxhandschuhe abgerissen. Ja. Das war auch so. Ach, scheiße, meine Wasserflasche. Ja, sag mal was. Und irgendwie zwischendurch hat er noch geschrien, weil er ihn irgendwie so ein... Genau, da hat Jason so 3-4 Roundkicks, glaube ich, gebracht und das genau in sein Gesicht, an seinen Kopf ran. Und dann müsste er eigentlich denken, okay, der müsste jetzt umkippen oder irgendwas. Und er hat nur kurz sein Auge gehalten. Und dann hat er, glaube ich, die Dinge abgerissen, dann ging es voll ab. Und natürlich hat er halt à la Wrestling-Manier seinen Tanktop zerrissen, was auch total gut war. Ja, das ist... Ja. Da gab es noch nicht mal so Marken wie H&M, wo du das halt locker mit deinem Bruder machen kannst. Ja. Und Bloodsport fand ich halt auch einfach diese Nebenfiguren, also diesen großen Wrestler, der da diesen, ich glaube, der hieß Jackson, sein Buddy, der da halt so ein amerikanischer Hau drauf Rocker mimte. Der ist dann halt irgendwie, ich glaube, in der ersten Runde gegen so einen kleinen asiatischen, ich würde auch sagen Kung-Fu oder sowas, angetreten und hat ihn doch irgendwie nur gepackt und hat dann mit der nur nicht mal richtig so ein Bud Spencer Dampfhammer hat ihn so im Kopf geschlagen und dann war es halt Racket irgendwie sowas und dann, er ist der Schnellste und dann gab es halt diesen Bösewichten, das war halt auch so ein krasses Jean-Claude Van Damme Pendant, der halt auch Kampfkünstler war und Pumper, der hatte doch diese riesigen, fetten Brustmuskeln, der Asiate, der als Jean-Claude Van Damme anfängt, hat er doch gesagt, dass er so einen bestimmten Meister hatte und dann meinen sie, nee, haben sie nicht, wenn, dann könnten sie den D-Mack schlagen. Und dann sollte er doch den D-Mack und sollte halt den dritten oder vierten Backstein aus der Mitte da halt irgendwie treffen, was er auch gemacht hat und alle applaudieren, dann, oh mein Gott, sie sind's, und dann geht der Typ darauf hinzu und meinte, sehr gut, aber ein Stein schlägt niemals zurück. Und jetzt hat er zum... Hat er nicht ganz unrecht. Und er hat schon wieder einen russischen Akzent gekriegt von mir. Und die waren super lange Freunde oder seien angeblich immer noch befreundet, also Jean-Claude Van Damme und er, weil die halt öfter zusammen irgendwo in irgendwelchen Off-Low-Budget-Dingern... sich mit Dingern. Steinen gestritten haben. Genau. Aber der war halt echt, der war total schnell, das fand ich total geil. Also Jean-Claude Van Damme war halt so beweglich, hatte diese geile, der hat ja auch, glaube ich, diesen Frank Dux Kampfstil, der ja später halt einen praktiziert oder einen kreiert hat. Und hat ja immer diese Storchenbeine, dass Jean-Claude Van Damme immer diese Beine so angezogen hat. Und das habe ich sogar später beim Free Fight ertappt, wenn ich beim ATK stand, dass ich dann immer meine Beine so angehoben habe. Ich immer dachte, ich bin wie Frank Dux. Ja. Und das, Gott, da war ich ja schon über 30. Hat sich nicht viel verändert, seitdem du eine Matratze auf dem Dachboden aufgestellt hast, später ein Loch in eine Matratze gemacht hast. Oh, aber wer hat die Kneipenwand geschlagen? Was? Kann ich mich nicht dran erinnern. Genau. Das ist aus rechtlichen Gründen, kann ich dazu nichts sagen. Was ist ein neuerer Kampfsportfilm? Nicht auch nur so halb? Matrix.
Ja, ja, deine stimmt. Meinung? Ich persönlich bin nicht so ein riesen Matrix-Fan. Ich mag die Kampfszenen im oder? Ersten sehr machen. Gerne, ja. 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 Now I know Kung Fu. Ja. Wow, show me. Ja. Genau, also aber das sind zwei verschiedene Stile, die die haben, ne? Ziemlich sicher, ja. Also wenn sie nicht sogar ein bisschen, ich glaube, sie haben wahrscheinlich auch noch ein bisschen Jiu-Jitsu mit reingemischt. Stimmt. Ist ja auch immer so eine ja, ich glaube eher Jiu-Jitsu. Aber, also Jiu-Jitsu ist ja die moderne Variante und Jiu-Jitsu die traditionelle japanische. Okay. Also nicht nur ein Aussprache- und Schreibunterschied. Mhm. Ich hätte eher auf Jiu-Jitsu getippt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, das ist eine schöne Szene, finde ich. Ich finde generell schöne Kampfszenen, ansonsten mag ich die Matrix-Filme allesamt nicht so gerne. Also ich finde den ersten, weil der halt einfach... Das ist halt die Idee. Ne? Die Idee des ersten Films. Ja, aber der erste ist auch so die Standard-Heldenreise. Also inhaltlich viele Ähnlichkeiten mit dem ersten Star Wars und hat es in den ganzen anderen Standardfilmen. Und die Idee ja auch maßgeblich geklaut von einem französischen Comic. Okay. Teilweise auch dieser Monolog von Agent Smith, wo er sagt, ihr Menschen seid wie Bakterien, die den Wirt vernichten. Mhm. Der ist sogar fast 1:1 gestohlen. Oh, krass. Aus dem Comic konnte man damals, 1999, da ging das noch nicht so einfach mit der Prüfung. Und der Autor des Comics ist heute in einer leitenden Position bei Warner Brothers, die Matrix produziert haben. Das heißt, das klingt schon alles so ein bisschen nach, der soll darauf verzichten, da irgendwie was zu sagen. Ja. Und nachdem die Idee dessen aufgebraucht war, so im zweiten und dritten Teil war auch ziemlich die Luft raus. Ja. Also auch die Kampfszenen sind nicht mehr so spektakulär und der Rest ist dieses pseudophilosophische Gewäsch von wegen, haben wir alle unsere Wahl oder gehen wir in Fernseher Nummer 3? Du musst dich entscheiden zwischen Liebe und einer Stadt voller tanzender Hippies. War das nicht Ende des zweiten Teils, wo der, was war das, Konstrukteur oder Architekt oder sowas, diese 20-Minuten-Monolog in diesem Raum gehalten hat? Nachhinein halt irgendwie die Hälfte aller, die es gesehen haben, nicht verstanden haben. Ja, aber damals haben wir gedacht, oh, das ist tief. Genau. Aber es ist einfach nur Schwachsinn. So von wegen, und dann halt auch diese Viva-Wand im Hintergrund, wo du dann halt so 70.000 Versionen gesehen hast von Neo. Von Minkai Pan. Genau. Was macht ihr da? Ich will hier raus! Und all diese komischen, dachtest, ah ja, okay, cool. Ja. Hast du denn mal mit deinem ehemaligen, sagt man auch Meister, ne? Judo ist auch Meister. Ja. Mal drüber gequatscht, was da so... Über Kampfsportfilme? Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich sag das halt nur bei meinem... Also sicherlich über die Jahre. Beim ATK hieß es immer, dass mein großer Meister gesagt hat, schau dir Ip Man an. Ip Man ist halt einfach vom... Stimmt, der ist ja... Der Kampfkunst ist... Die Kamera, die Schnitte und beziehungsweise die nicht vorhandenen Schnitte, also wo man halt einfach lange gesehen hat, die Choreografie. Wo man wirklich sieht, dass die Leute wissen, also was sie machen. Höchste Kunst. Ja. Es gibt wahnsinnig gut. Ist das auch Ip Man? Wir haben neulich was gesehen über einen Film, wo sie, ich glaube, mit Seilgabeln und Nunchucks, also auch zwei also asiatische Kampfsportmeister, die sagen, Kampfsportfilme machen. Seilgabeln sofort die Nunchucks einhaken und wegreißen, oder? Nicht koordiniert, sondern improvisiert. Oh, die dachten einfach so, müssen wir jetzt auch nicht lange einüben. Und es ist halt einfach so ein Longtake, wie die sich auf die Mütze geben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Low-Budget-Martial-Arts-Filme echt mit gebrochenen Knöcheln und irgendwas rausgehen. Ne, alleine, wenn man sich im Ende immer das Blooper-Reel von Jackie Chan ansieht. Stimmt. Also was dem alles schon passiert, der ist ja jemand, der, also inzwischen ist er schon recht alt, aber wahrscheinlich immer noch sehr gut in Form. Ja. Aber zu seiner Höchstform, wenn er halt durch zwei Sprossen von einer Leiter durchspringt. Alles, ne? Und ich meine, das sieht halt alles aus wie super koordiniert, also wie beim ersten Mal hat es geklappt. Ja. Aber wenn man das in den Bloopern sieht, wie oft ihm da halt furchtbare Dinge passieren. Ja. Also auch so kleine, wenn ich an Rush Hour denke und er kommt in den Raum reingerannt und springt, über einen Sessel und tritt dabei halt einen Gegner weg und landet im Hintern gemütlich auf dem Sessel und dann halt bei den Outtakes siehst du, wie er dann fünfmal immer vorne auf die Holzkante knallt mit einem Steiß und steht immer auf und schüttelt sich und macht es nochmal, aber du denkst, Alter, ich wäre steif, würde mich wegrollen, schreien und nichts mehr machen. Wahnsinnig. Ja, und dann halt in jeder Szene 3-4 so eine Aktion. Genau. Also das war ja auch einfach sein Markenzeichen. Und dann nicht nur Sachen, wo halt irgendwie eine Verletzung, sondern gleichzeitig mit Gefahr, mit einem Baum, einem Haus, in eine Wand runterrutschen, sich irgendwas aufreißen, definitiv da drauf landen müssen, weil man sonst gegen... Dem sind auch öfter fiese Dinge passiert. Was ist eigentlich mit Tom Cruise? Der macht auch alles Dinger selber. Der macht weniger Kampfkunstsachen. Also der mehr so extreme Stunts. Genau, okay. Also er klettert in Dubai irgendwo hoch. Er hat sich jetzt neulich bei Mission Impossible 6
dem Superman-Schnurrbart-Film, genau. Wieso ist Superman-Schnurrbart-Film? Weil Henry Cavill sich dafür den Schnurrbart hat stehen lassen müssen. Ach so, und da war dann dieses quasi Parallel. Genau, das war diese Justice League Schnurrbart-Gate. Dafür ging das Geld raus, hat man gesehen. Ja, ja gut. Ne? Ich mein, nee, und da bei dem Stunt, ich glaube, es ist irgendwie, dass er aus dem Helikopter hängt oder so. Ja. Und irgendwie hat er sich in dem also im Trailer fliegt er auf jeden Fall ganz bizarre Helikoptermanöver. Hm. Aber ich meine, er hängt dann irgendwie raus. Also ich irgendwie, das ist, die hängen sich ja immer nur so in einem so großen Stunt auf. Ja. Also ob er jetzt Ayers Rock hochklettert im zweiten Teil oder diese berühmte Szene, wo er sich in Langley hinablässt in den Computerraum. Teil, ja. Genau. Oder sich halt einfach am Transportflieger herhakt und dann halt irgendwie einen Bogen fliegt. Mhm. Das tatsächlich ja passiert ist, ne? Ja. Und hast du nicht erzählt, dass, wer war das, Regisseur oder irgendwer wusste nicht, dass er tatsächlich abhebt und dass er gesagt hat, von wegen, er macht halt nur diesen... da, wo er dranhängt, das meinst du, ja. Das weiß ich nicht mehr, was ich da... Also ich meine, ob du es erzählt hast oder ob ich das gelesen habe, dass halt es alles irgendwie abgeklärt war und der Regisseur ist schon total panisch und Tom Cruise hat ihn so erklärt, dass von wegen, es gibt diesen Startvorgang, der dann irgendwann abgebrochen wird und dann sieht man in der Totalen, wie halt abhebt und den Rest macht man dann halt im Studio und um ihn zu beruhigen, weil er unbedingt dranhängen wollte und hat es halt nicht gesagt und hat ihm gesagt, du startest, du fliegst einen Bogen, landest wieder und der Pilot meint, ah, ich weiß nicht, du machst das und dann ist gestartet und in dem Moment dachte der Regisseur, der stirbt, das war's, mein Leben ist vorbei und Tom Cruise stirbt hier gerade vor meinen Augen und scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ja, das klingt nach Tom Cruise ist engagiert. Also ich meine, man kann schauspielerisch von ihm halten, was man will oder menschlich. Ja, politisch. Ja, aber den Quatsch, den er macht, da ist er 110% dabei, der ist ja auch schon 50 oder so. Ja, plus minus. Bestimmt. Also und 1,70 habe ich vor kurzem erst gelernt. Ich dachte mal, der wäre 1,50 oder so. Ja, fiese Gerüchte, ne? Ja, also ja, klar, nicht riesig. Aber ich meine, an jedem Set hörst du irgendwann irgendwer ein bisschen höher, ja, wir brauchen eine Cruisebox und denkst, ah ja, klar, weil er so ein Hobbit ist. Ja, 1,70 ist jetzt ja nicht so. Ich meine, der hat wahrscheinlich viele Kolleginnen, mit denen er im Film steht, die über 1,70 sind. Aber ja, nee, also winzig ist es nicht. Ja, aber ansonsten, der ist ja nicht so bekannt für Kampfsportsachen. Ich bin ja großer Fan der Marvel Daredevil-Serie auf Netflix. Und die hat ja auch immer gute Kampfsequenzen. Also die anderen... Also die Daredevil-Dinger, da hast du ja auch erzählt, dass du gelesen hast, dass der jeden Tag mit blauen Flecken... Ja, genau. Da gibt es ein Interview zwischen ihm und John Bernthal, der Frank Castle spielt in der zweiten Staffel und jetzt mit der Punisher-Serie eine eigene Serie bekommen hatte. Und die meinten irgendwann, sie sind dann so in dem Training, also wenn sie trainieren und drehen, dass sie einfach morgens erstmal ein paar Minuten im Bett liegen müssen, bevor sie aufstehen können. Und also das Trainingsprogramm von Charlie Cox, der Daredevil spielt, der auch sonst, der war halt nie in schlechter Form, aber der ist ja da wirklich gerippt und halt einfach sehr, sehr schlank und sehr sportlich, er sieht schon aus wie ein Kampfkünstler. Und also das Programm, der macht halt auch viel, viel Ganzkörperübungen und dann halt so Späße wie mal ein bisschen schneller übers Laufband bei 6 Grad Steigung. Was und 6 Grad Steigung klingt halt nicht besonders aufregend, aber wenn man auf dem Laufband läuft, dann sind 3 Grad, fühlen sich schon an wie steil bergauf. Und vor allem die Netflix Daredevil-Serie hat auch immer diese Long Takes. Also ja, in der ersten Staffel, gemeint, das ist wenig Schnitte diese Hallway-Fight und in der zweiten Staffel ist es im Treppenhaus, wo da sind dann halt so 2, 3 versteckte Schnitte drin und er wechselt sich da auch mit dem Stuntman ab. Klar, weil das sind einfach Sachen, die kann er nicht alleine machen, die würde das Studio ihm niemals durchgehen lassen. Aber das sind richtig gute Kampfsequenzen. Viele denken ja auch, dass das durch die Choreografie keine Verletzung oder keine Wunden oder irgendwas entsteht. Aber du weißt ja ganz genau, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, rechts, links, und du schlägst gegen meinen Block, dann kriegt die Kamera das, beziehungsweise es sieht niemals so gut aus, wenn es nicht wirklich ein Schlag ist. Das Einzige, der Vorteil ist von wegen, ich weiß, wo der Schlag hingeht, und das nicht durch jahrelange Erfahrung, sondern halt einfach durch die Choreografie. Aber ich muss halt gegen einen Block schlagen, gegen einen richtigen Block schlagen. Und ich glaube, wenn du das dann in etlichen Takes machst, dann sind einfach deine Arme komplett blau. Also natürlich. Und dann hast du halt noch so Sachen wie, du stürzt da gegen eine Wand. Genau. Du musst halt choreografiert die Treppe halt runterfallen und danach gibt es sofort einen Tritt halt im Bauch und bla. Und du kannst dich halt immer vorbereiten auf den Schmerz. Ja. Aber der kommt definitiv und du hast im besten Fall halt vielleicht nur was verstaucht, aber bestimmt auch gerne was angeknackst. Also wie zum Beispiel Rippen. Das ist auch immer so das typische Ding. Ja. Gerne, wenn es heißt, Freund, du musst ja da reintreten und du kannst dich ein bisschen reindrehen, dass du ein bisschen Energie fängst, aber wenn du, weiß ich, 5, 6 Mal richtig
gegen die Rippe kriegst, irgendwann macht die knack. Besonders die freien, die losen Rippen. Mhm. Wie oft die schon, ja. Was, wo wir gerade bei Serienkampfsport sind, was hältst du von, gehen wir etwas mittelalterlicher? The Mountain und The Viper? Game of Thrones? Die meinst die Kämpfe mit genau, Huffer. Also ich meine, ansonsten Game of Thrones hat ja viele große Schlachtsequenzen, aber es sind ja sehr wenig Kampfkunst. Ja. Sachen bis auf der Kampf zwischen dem Mountain und Martell. Wie heißt er denn nochmal? Der ältere Martell. Ken oder? Von Martell. Genau, Ken von Martell. Wäre der Gag, aber. Ja. Also ich meine, das ist ja der Einzige, der so ein bisschen als Kampfkunst durchgehen würde in der Serie. Also ich weiß nicht, dass das Hafþór Björnsson, was irgendwie, wie war das, Gott der Meere oder des Wassers oder so übersetzt heißt? Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls mögliche. Meinte der bei irgendeiner Kurzdoku, die ich mir mal reingezogen habe, dass er am Set war und fing halt mit diesem Kampf an, eines seiner ersten Sachen. Und der Schauspieler, der mit ihm diesen Kampf gemacht hat, der war halt... Pedro Pascal. Der war halt wohl maximal nervös und aufgeregt. Mhm. Und der wusste jetzt nicht, ob es an der Kamera lag oder ob an den Leuten, weil so viele Leute um ihn herum waren. Und da meinte er, war das Gewinn von den ganzen Strongman-Competitions, dass er halt immer vor massiv Menschen halt irgendwie seine Kraft demonstriert. Und meinte, da war halt so gar nichts. Und das hat ihm noch viel mehr geholfen, weil er halt natürlich auch im Kampf selber wirkte er halt als unbesiegbar. Ja, aber da wäre ich als Pedro Pascal auch nervös. Da muss ja nur was schief gehen. Hafþór Björnsson landet auf dir drauf und hast du so einen 300-Kilo-Block. Der dich in den Boden drückt. Also bei den Daumen ins Auge, da hätte ich bei ihm so Schiss, ob der halt echt dieses kräftige Gefühl hat. Also ob der, ich meine, der hat ja auch, glaube ich, eine kleine Tochter oder sowas. Da wird ja wahrscheinlich... Die wahrscheinlich auch, größer ist, als wir beide aneinander gekettet. Da fällt mir gerade ein, wie heißt nochmal, den ich dir letztens genannt habe, den Strongman aus Großbritannien. Der 500 Kilo im Deadlift? 500 Kilo im Deadlift geknackt, wurde dabei dann schön Nasenbluten und dann war erstmal halb bewusstlos. Ja, so einen Deadlift mit 500 Kilo kann man schon mal machen. Ne? Und der war total stolz, als sein Sohn auf die Welt kam und die haben halt gesagt, die haben ihn dann halt irgendwie im, keine Ahnung, in so einem komischen Kinderladen, hat er dann halt so einen Strampelanzug für... Weiß nicht, hat dann halt irgendwie Neugeborene und da muss man, glaube ich, Gewichtsklasse oder irgendwas muss man, muss man, glaube ich, Zentimeter sagen. Und er meint, er war so stolz, dass er den dann ihn zu Hause anziehen wollte und der passt. Wundervoll, der wird vor allem seine Frau dankbar gewesen sein. Ja, die ihn ja auch immer die Socken einziehen muss, weil der Typ halt einfach nicht mehr rankommt. Wie heißt weil denn der? Der bräuchte halt einfach so ein Sockengestell. Ich glaube, Eddie Hall. Eddie Hall. Wo die Socken an der Langhantel sind, dass er sie mit einem Deadlift die Füße hochzieht. Ich glaube, der kann Deadlift auch so gut, weil wenn der halt nach unten geht und die Beine leicht durchdrückt und die Stange anfasst, dann ist das für ihn schon komplett in Spannung. Das ist wie ein Bogen, den du ziehst, weil so tief geht er normalerweise gar nicht. Deswegen die Hälfte von dem Deadlift-Heben ist erstmal seine normale Haltung. Und dann fängt es erst an, schwierig zu werden. Der könnte es auch gar nicht ohne Gewicht machen, weil er nicht so weit runterkommt, wenn die Langhantel einfach nur auf dem Boden liegt. Ich glaube, man sieht nicht, dass hinten zwei Strongmen ihn nach vorne drücken, damit er unten an die Hantel kommt. Und dann gibt es mehr so, und dann steht er schon zur Hälfte auf, muss tun, als ob es schwer ist. Ja. Nee, aber wie heißt der Name? Björnsson? Ja, Hafþór Björnsson. Der, ich glaube, das hat denen total geholfen und der fand es halt auch total lustig. Also, dass dann auch noch der Typ, der mit ihm spielt, auch noch als Mensch irgendwie voll nervös und vielleicht sogar ängstlich vor ihm steht. Und er kann das natürlich für sich nutzen, dass er, ja, aber also dieses. Also als er auch seinen Kopf da in der Hand hält, nicht nur diesen reindrückenden Kopf in der Hand. Du weißt ja halt auch, dass er, glaube ich, mit seiner Kraft auch nicht nur die Augen eindrücken könnte, sondern halt einfach so... Ja. Also beziehungsweise definitiv Verletzung. Und ich würde auch jedes Mal sagen, okay, du weißt ganz genau, wo du jetzt hinschlägst. Zeig mir das mal langsam, dass ich mich echt ducken kann oder wegrolle, weil... Ich glaube, da ist halt so, da wäre zum Beispiel ein Tritt in die kurze Rippe, dass die linke Rippe, glaube ich, dann rechts rausschaut. Das wäre da nicht gebrochen, sondern die brauchst du nicht mehr. Also die hängt dann raus. Ja, aber auch ein Kampf, der dadurch eine schöne Dramaturgie hat. Ja. Der schnelle Martell und der unbewegliche Berg. Ja, das stimmt. Wie fandst du das eigentlich, als zum Beispiel Krav Maga Einzug in den ganzen Blockbuster gefunden hat, jetzt, wenn ich an die Bourne-Reihe denke? Ich glaube, die Bourne-Filme haben das ja damals revolutioniert, auch weil es dann plötzlich so ein schneller Schnitt und
so harte Sachen waren. Ich glaube, das ist auch, das kann man sich heute auch nicht mehr so gut ansehen. Also gerade bei heute geht der Trend ja wieder dazu, die Kampfsequenzen eher ein bisschen länger zu lassen. Ja. Damit du halt wirklich zeigen kannst, die Leute machen das wirklich, die Leute können das wirklich. Mhm. Und damals war halt dieses, was dann auch, na, wie heißen denn diese ganzen Liam Neeson-Filme, Taken 5. Ja. Tekken Tournament. Wieso heißt der im Deutschen 96 Hours? Was soll denn der? Es gibt so lizenzrechtliche Auflagen, dass die Verleihs mehr Geld bekommen, wenn die Filme einen deutschen Titel haben. Ja, aber es ist ja kein deutscher Titel. Ja, ich weiß, aber die geben dem halt einfach irgendeinen anderen Titel. Ich glaube, da denkt keiner irgendwie darüber nach. Also der zweite Thor-Film, Thor the Dark World, hieß im Deutschen Thor the Dark Kingdom. Mm. Ne? Einfach, das macht dann unser Praktikant. Ich habe ein paar Worte umgestellt. Oh Gott. Geh nach Hause. Entschuldigung, Sir. Ja, und die Filme, die das ja einsetzen müssen inzwischen, weil Liam Neeson eben nicht so ein Kampfkunstexperte ist und auch inzwischen auch Mitte 50, Ende 50 wahrscheinlich. Ich habe ihn letztens, wo war er letztens, bei Stephen Colbert oder sowas, wo er voll fertig aussah, ich glaube für einen Film, aber der sah halt aus wie so ein, weiß nicht, russischer Survival-Bauern-Experte. Ja. Also es war echt krass, wie der rüberkam. Aber ich muss sagen, ich habe die vor kurzem lief irgendwie einer, ich habe irgendwas gesehen. Ja. Also die Bourne-Reihe finde ich immer noch interessant. Also weil halt die Filme sind, die kann man nicht auseinanderhalten. Die ersten ja, drei. Das ist echt schwer. Ich finde, das Krav Maga fand ich sehr schön, weil also ich mag dieses Funktionale. Mhm. Also irgendwann gibt es diese, wo er in dem Haus von dem Agenten ist, der gerade in München, glaube ich, ist. Und in Deutschland, er ist halt gerade in seiner Küche oder so und der trifft auf ihn und dann gibt es diesen Kampf, wo die halt alles nutzen. Der eine rollt ein Magazin ein, der andere nutzt halt irgendwie das Telefonkabel und sowas. Das mag ich total. Also das, was geht gerade, was wirklich da ist und nicht von wegen freie Fläche, jeder hat eine klare Kampfkunst hier präsentiert, sondern echt nur dieses Techniken zum Überleben und nicht um Punkte zu machen oder so. Das, ja, wenn deswegen heißt es wahrscheinlich auch mal gemacht. Verdammt. Ah, jetzt ist wieder weg. Wir melden uns nach dem Schlaganfall wieder. Nein, was soll ich gerade sagen? Ach, verdammt. Verdammt. Wann hast du angefangen mit Judo? Vielleicht kommt es, ich frage einfach. Oh. Als Kind? Also gestern? Genau. Ungefähr. Nee, ich war klein. Ich bin auch schon zur Grundschule gegangen. Okay, ich wurde angemeldet, weil ich, 10 war ich nicht, weil ich nicht in den Tennisverein durfte, war zu teuer. Das war die erste Wahl, weil damals... Schönen Gruß an Magath. Genau. Nee, bei mir, nämlich während bei dir halt so gerade dieser Kampfsport-Trend war, war es bei mir plötzlich gerade in der Kindheit ganz trendy, die Kinder in den Tennisverein zu schicken, weil das Boris Beckers große Zeit war. Echt? Tennisverein? Ja. Ich glaube, das war... Da wäre ich heute bei den jungen Liberalen. Oh Gott. Weil genau das war das damals. Also ich kannte auch kein Tennisverein-Kind. Ja. Ich kannte... Nee. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. 88 war ich beim Judo. Ja, da war ich in der 2. Klasse. Ja. Und ich glaube, ich bin nicht lange da geblieben. Später habe ich dann nochmal Karate angefangen. Ja. Ey, beim Judo hören halt viele Kinder auf. A, weil sie von den Eltern dazu gezwungen werden. Aufzuhören. Ja, bist du gut? Aber es ist halt nicht die ideale Voraussetzung. Olympia, was soll das? Ja, und viele machen dann, bleiben halt nicht so lange dabei, bis wirklich die spektakulären, anspruchsvollen Sachen. Genau, das habe ich nicht geschafft durchzuhalten. Genau. Ich habe halt, glaube ich, ich würde mal behaupten, es war nur nicht mal ein Jahr. Ich würde mal sagen, es waren vielleicht 7 Monate Bodenkampf und ich habe irgendwann Kotz, ich will nicht. Und dann ging es irgendwann darum, Prüfungen abzulegen. Und das war, glaube ich, da macht man auch sehr viel Fallen und Rollen, oder? Ja, Fallen ist einfach ein wichtiger Bestandteil dessen. Wird man irgendwann auch dankbar für, wenn die Techniken aufwendiger werden. Das ganze anfängliche ATK-Programm, Fallen, Rollen und sowas, das ist schon alles Judo-basierend, oder? Oder beim ATK nicht so. Also ich glaube, das ist eher Jujutsu. Okay. Auch Jujutsu basierend. Was beim Judo auch weniger Rollen sind, sondern es ist ja eher ein Fall mit Abfang und dann rollst du halt daraus weiter. Ja. Ja, das gibt es auch im ATK. Egal. Ja, genau, aber da ist es ja schon eher so, also oder wirklich die klassische Rolle, genau. Aber wahrscheinlich. Ja. Also ein bisschen die Grundlage, die Stürze auf jeden Fall.
Die, ja. die gehen auch so ein bisschen. Das ist total hilfreich. Also wenn man dann halt ja. auch echt trainiert, dass du stehst und jemand dich von hinten massiv schubst, mhm. dass du halt nicht mit drei Schritten ausgleichst oder sowas, sondern einfach nach vorne wegklappst ja. und nicht dann versuchst, mit dem Gesicht zu bremsen, sondern. Auch gut, wenn man vom Fahrrad fällt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja? Ja. Okay. Mich jetzt einmal eine Fahrradkurve auf nassem Laub weggehauen. Aber dir ist nichts passiert? Nee, nein, ich hab die Arme im Dreieck rausgenommen. Ja. Und mich, also ich meine, ich habe die Arme abgeschürft. Aber ganz viele haben mich furchtbar fallen, die Lenkstange loszulassen. Mhm. Das ist so ein Gefühl von Abgabe von Kontrolle, obwohl ja, genau ja. das dich ja halt rettet. Anstatt zu sagen, ich mach's mit der Schulter und meinem Kinn. Ich drehe mich mit dem Rad um meine eigene Achse. Also ich kenne zwei Leute vom Rad gefallen, einmal Fuß oder Zeh schräg rausgebrochen und einmal Hand oder Unterarm gebrochen. Und dann halt immer so von wegen, ja, lass dich fallen, aber halt die Hände an der Stange. Mhm. Du bist ja nicht so mit dem Fahrrad, was passiert. Genau, das... Oder dem Baguette, was du vorne am Körbchen hast. Ist das irgendwie so ein Geheimcode? Das ist klasse. Miau. Miau. Ach, das, ja. jetzt ist ja. mir wieder eingefallen. Verschiedene Kampfkünste in Filmen. Welcher Mission Impossible Teil ist das? 3 oder 4? Wo er diese komische Kapsel im Gehirn hat? Und seine Frau muss ihn halt mit... Drei. Ja. Drei ist der, in dem er verheiratet ist. Ich glaube, in den späteren Filmen ist er auch nicht mehr verheiratet. Und hat er weiß doch, jetzt nicht. Da muss seine Frau ihn doch halt irgendwie wiederbeleben mit so einem selbstgebastelten Defibrillator. Ja, aber seine Frau hat den typischen Actionfilm-Frauenjob. Sie ist Krankenschwester. Ja, sie kann das. Ja. Genau mit dem Defibrillator. Der ist nochmal der Endgegner, der schon verstorben Truman ist. Capote. Ah, ja. Nein, der Philipp Seymour Hoffmann, ja, der Truman der Capote gespielt hat. Ja, genau. Ja. Hat Capote wirklich so eine hohe Stimme gehabt? Ja, okay. die Stimme hat er 1:1 nachgemacht in dem Film. Boah, da habe ich ewig gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Ja. Das ist ein Glück, dass damals Autoren nicht ihre eigenen Hörbücher eingesprochen haben. Sonst wäre Breakfast at Tiffany's nie ja. erfolgreich gewesen. Okay. Jedenfalls ist ja. diese Szene, wenn er halt, also er hält ja seinen Kopf fest die ganze Zeit, weil es so vor Kopf und dann kämpft er eigentlich nur noch mit Ellbogen, Block, Stoß und alles. Und das ist nicht irgendwas improvisiert oder für diese Szene halt entwickelt, sondern das ist eine relativ moderne deutsche Thailand? Kampfkunst. Deutsche, okay. Ja, ja. Was ähnliches benutzt Batman auch in Batman Begins. Dass er die Hände zum, genau, zum Kopf... Genau, es ist... ein großer Teil der Batman-Begins-Kampfszenen hat ja. die Hände an den Schläfen, mehr oder weniger, und dreht sich immer so ein bisschen ein, nutzt die Ellbogen. Ja, genau. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch daran, weil sein Anzug so, dass er nicht viel machen konnte. Mhm. Aber das Ding ist richtig, dass die Hände auf dem Kopf sind und auch ganz viele Bewegungen, Blöcke gehen immer, dass die Hände über den Kopf streichen. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also da geht es die ganze Zeit darum. Das hat Tom Cruise's Hairstylist zugelassen in Mission Impossible 3. Wahrscheinlich hat er gesagt, du gehst nicht von hinten nach vorne, sondern immer von vorne nach hinten. Ja, und das fand ich ganz faszinierend, als ich das dann immer mal gesehen habe, wie die das trainiert haben. Weil ich dachte, das wäre halt jetzt irgendwas nur auf die Situation bezogen. Aber das gibt es tatsächlich. Und das ist auch sehr tief gelagert. Das ist ja eh das, was, wenn man halt mit irgendwie Kampfkünsten anfängt, erstmal... Niedriger Schwerpunkt. Genau, erstmal ungewohnt ist, dass man halt denkt, mir platzen die Oberschenkel. Ja, weil du halt eigentlich nichts machst oder... Schön wie so eine heiße Brühwurst. Ja. Als wir durften mal zusammen Bühnenfechten lernen. Oder jedenfalls Fritz hat... Lernen, ich dachte, du spielst an auf die... Ach so, ja, den Scheiß kannst du gleich erzählen. Und, das müssen wir dann aber zum Abschluss machen. Wir sind schon bei 53 Minuten. Oh mein Gott! da war es halt so, dass also Klaus hat es auf jeden Fall gelernt und ich war halt irgendwie nur beschäftigt, meinen Scheiß da zu machen. Zum Schluss habe ich nur Blödsinn gemacht und am Anfang hieß es halt einfach nur in so einer tiefen Position stehen und dann war es so ein bisschen wie eine Kata beim Karate, wo du dann halt auch tief vor, ja. Ja, okay. Jetzt fecht natürlich auch immer schwierig, weil du eigentlich ja nur auf einer Seite im Ausfallschritt bist und die andere mal so pseudomäßig zum Ausgleich mitmachst. Mhm. Wir hatten mal das Glück, dass ich angefragt wurde von einem alten Schulfreund, der eine Ausbildung zum Gastronomie-Kaufmann, was sagt man da? Kann man schon mal sagen. Sagen wir Gastronomie-Kaufmann, gemacht hat
in einer deutschen, ich sag mal, Erlebnisgastro. Wieso darfst du nicht sagen, wo das war? Das Kuhdorf. Gottes Willen, das ist das bisschen Disco, was in Deutschland von Mallorca annektiert wurde. Wie ist der Untertitel nochmal? Und alle feiern mit oder hier sind wir Jöcken? Oder boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Vielleicht wurde das in letzter Zeit geschlossen. Nee, also das ist so eine, für Touristen, glaube ich, perfekt. Naja, auf jeden Fall lief da gerade, ich glaube, der zweite Fluch der Karibik-Film. Deswegen waren Piraten total in. Er hat mich gefragt, ob ich fechten kann. Und wir haben auf der Bühne im Kuhdorf gefochten in so billigen Karnevals-Piratenkostümen. Waren das nicht unsere eigenen, die wir dann auch bei einer... Wir hatten unsere eigenen Hemden und so an. Dann haben wir noch so einen Piraten, so eine 3-Euro-Piraten-Karnevalsjacke von Deko Behrendt. Du hast mir damals die Platzwunde auf die Stirn geklatscht. Genau. Aber beim vorher Üben. Noch. Ja. Ja. Es tut mir auch ein bisschen leid, vor allem wegen des mentalen Effekts, den das auf dich hatte. Du hast mir damals so eine Platzwunde auf dem Kopf, weißt du noch? Ja. Im Kuhdorf, wo wir dann... Also die Leute sind da als Show eher Stripper gewöhnt, was auch dazu führte, dass wir von den 13-jährigen Mädels angegrabbelt wurden. Auf dem Weg zurück in die Umkleidekabine, die wir uns mit den Gogo-Tänzerinnen geteilt haben. Du willst nicht davon erzählen, dass wir auf dem Tresen gekämpft haben, der eine Deckenhöhe von 1,70 hatte? Ja. Und das Florett Tresen, nicht durchzuziehen war? Der Tresen war in Jägermeister getränkt. Wir sind beide vom Tresen gestürzt. Und ich wusste das Gefecht nicht mehr und hab dir zugeflüstert, was soll ich machen? Und du hast geantwortet von wegen Terz, Sekon, Terz oder sowas, als ob ich doch wüsste, was das bedeutet. Ich bin von der Bühne gefallen, weil ich ausgerutscht bin auf einer Jägermeister-Lache und du dachte dann auch, das mache ich auch. Stimmt, ich habe mir irgendwie gedacht, ich suche dann halt auch diesen Freitod im Boden und hab, also das war ja schon so vom Tresen runter bestimmt 1,50 oder 1,40. Ja, da hat so Tresenhöhe, ja. Und bestimmt genormt in Deutschland. Ich glaube halt einfach, weil man so voller Adrenalin war, mit dem Florett in der Hand, dumm abgerollt, aber nicht verletzt. Ja, und die besoffenen Teenies haben sich halt gefreut, aber ich glaube, die hätten sich auch gefreut, wenn wir da... Aber wir haben jeder 50 Euro dafür bekommen. Ich wollte es sagen, es hat sich gelohnt. Für wahrscheinlich insgesamt 7 Stunden Aufwand. Ja, komm. Da gab es noch keinen Mindestlohn, aber es waren andere Zeiten. Ja. Und einen Jägermeister-Shot haben wir auch bekommen. Und wir haben uns umgezogen da, wo die Strippern sich umgezogen haben. Genau. Und wir waren mehr als schüchtern. Die nicht. Also da hatte man schon so 2 künstlich aufgepumpte Melonen ständig im Gesicht. Das war echt, aber ich glaube, die fanden es genau da lustig, damit zu spielen, dass sie gesehen haben, dass wir mehr als rot irgendwie nach unten geschaut haben. Eigentlich sind wir Schauspieler und das ist ja wegen der Bühnenshow. Ah ja, interessant. Also ich tanze jeden Abend hier. Wenn du willst, kannst du auch mal mitkommen. Mein Name ist Diamond. Ja. Ja, wunderschön. Also kannst du bleibst bei Hero? Ich bleib bei Hero. Ja. Ich finde es total schwer, aber wenn ich jetzt daran denke, mit Judo, wie ich angefangen habe und so, dann muss ich Karate Tiger sagen. Du Fatzke! Okay. Ja. Ist gut. Möchtest du dich verabschieden, sagen, wo man uns findet oder weiß das jetzt jeder? Das weiß noch niemand. Ihr findet uns da, wo ihr uns gefunden habt, wo ihr uns jetzt gerade hört, worum man das sein mag, aber ansonsten findet ihr uns auch bei iTunes unter Podcasts als für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ihr findet uns bei YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus. Findet uns analog zu iTunes, wenn ich meinen Satz beenden darf. Danke. Nein, weil du jetzt alle runterradest, deswegen muss ich auch was sagen. Ich wollte nur die beiden Sachen sagen, wo man es runterladen kann und dann unterwegs hören, wo man keine Daten hat. Und das ist Podcast Addict auf Android-Telefon. Ihr findet immer die letzten aktuellen Folgen auf soundcloud.com/für Nüsse oder /für Nüsse Pod. Habe ich gerade vergessen? Was meinst du? Ich glaube, es ist /für Nüsse. Ich hätte auch gesagt für Nüsse. Wir haben eine E-Mail-Adresse? Ja, für Nüsse. Danke. @gmail.com. Die Pausen müsst ihr nicht mit eingeben. Nee. Ich habe bloß überlegt, wie ich für Nüsse jetzt, ob ich Umlaut jetzt beachten soll oder nicht. Das könnte nicht sein. Ah, du meinst, wir sind Fuer Nuesse? Da gibt es auch einen total lustigen Werbespot jetzt, aber den werde ich jetzt nicht beschreiben, der genau damit spielt. Ja, okay. Wir können uns auch antweeten. Ja, genau, wir können uns antweeten auf @für Nüsse Pod. Wie geht denn das?
gehst auf Twitter, schreibst @fürnüsseport. Ja. Hey, lustige Show, Jungs, aber ich möchte mal eine Frage stellen, die ihr beantworten könnt. Meint ihr, Godzilla ist wirklich stärker als Dwayne The Rock Johnson? Danke. Das ist schwer. Das und andere Fragen könnt ihr uns auf Twitter stellen oder per Mail. Wir haben eine Seite, die ist fürnüsseport.com. Genau, da findet ihr alle Podcasts mit den Episodenbeschreibungen. Und mit diesen wunderschönen Coverbildern. Das ist echt was man sich nie gehen lassen sollte, wenn man das halt jetzt dauerhaft bei, kann man bei iTunes oder Soundcloud da Bilder sehen? Nee, ne? Sieht man diese nee, man Bilder? Sieht nur unser, ja, dann Freunde. Auf Soundcloud sieht man es, auf iTunes und Podcast Addict sieht man nur unser dauerhaftes Podcast-Bild. Dann geht echt mal, keine Ahnung, zu YouTube oder sowas, mal, schaut euch das mal eine Sekunde an. Oder schreibt uns an, wir schicken euch die Bilder in voller Auflösung, könnt euch ein Poster drauf drucken oder ein Kissen, dann schicken wir euch noch so einen Apfelschäler, könnt ihr ein Loch ins Kissen schneiden. Und jedes Mal dann, nur für eine Podcast Folge gebaut. Zeigen wir dir ja was lieber. Ja, ich sag mal in diesem Sinne. Genießt die jäckische Zeit. Ja, oder wie geht der Tusch?